Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück. Unser Laser lasert halt noch. Der Park ist, ich habe ein bisschen weiter gemacht, nur um ein bisschen Geld zu verdienen, ein paar neue Sachen zu erforschen. Nichts viel passiert. Ein bisschen was kaputt gegangen. Aber wir haben eine neue Attraktion, ein Riesenwasserkanal. Bin mal gespannt, was das ist. Wird ja was mit Wasser sein. Wasserbahn, nicht keine Wasserbahn. Wie geil ist das denn? Aber den haben wir auch. Nee. Nicht. Ich wollte nur lesen. Was ist das? Umgekehrte 800 Meter aus der Station heraus auf einer Weile am Stall und kommt zurück zur Schwimmung von Wieso für jetzt eine andere Radikale. Zu kompliziert. Aber so ein Riesenwasserkanal, das ist doch toll. Okay, wir haben keine Wasser. Dann nehmen wir die. Eine neue Achterbahn. Wohin aber? Ist lang genug hier. Nein. Können wir hier nichts Besonderes bauen? Eine Höhe. Können wir mal die Höhen anzeigen lassen. 32, 32, aber erst wenn ich es gebaut habe, oder? So. Dann bauen wir nochmal den Eingang rein. Ausgang. Und den Eingang. So, dann bauen wir nochmal einen Weg. Nicht genug Geld. Das ist sensationell. Ich bin mal gespannt, ob diese Achterbahn so funktioniert. Nicht schön, aber selten. Ich muss ja erstmal testen.
50. Okay, mir fällt gerade auf. Ich glaube, sie ist zu langweilig, wenn wir sie so bauen. Da müssen wir noch ein bisschen bauen. Erstmal kommt Wegbau hier weg. Zeit geht weiter, sonst geht das Geld wieder alle. Da ist es schon passiert. So, 44 Meter hoch. Das sollte doch besser sein. So, dann machen wir gleich auf 80. Dann schauen wir mal, was passiert. Sie geht nur in eine Richtung. Boah, regt mich das auf. Können wir hier alles komplett zurückbauen? Und lieber noch Stationen ein bisschen bauen. Bam, bam, bam. So, und hier das Geld, was wir gerade gespart haben. So, bauen wir das aber auch nochmal zurück. Machen es dann. So. So, so. Bauen wir ein bisschen gerade. Dann noch ein gerade. Dann hier runter. 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 Und richtig hoch. Oh. Luftkatapult. Sollte reichen. Müssen wir jetzt noch abtesten, wie viel Schwung wir brauchen. Okay, das reicht nicht. Reicht auch noch nicht ganz. So, 108.
Nochmal rot, nochmal bauen. So. Dann machen wir hier nochmal auf 105 und dann lassen wir mal testen. Nein, halt. Mehr geht nicht. Dann können wir hier auch ein bisschen abreißen noch, wenn eh nicht mehr geht. Nochmal einmal testen. Sehr gut. Und grün. Und auf 8 Euro. Ist ja wohl ein Traum, glaube ich, diese Achterbahn. Hoch, hoch, mittel. Was wollt ihr mehr? Wie teuer war die Bahn jetzt? Günstig. Warum gab es hier nicht schon eher? Einmal mitfahren. Schauen wir mal, wie es aussieht. Wenn es dann gleich losgeht. Da ist schon wieder Dreck auf der Seite. Gefällt mir gar nicht. So viel Reinigungskräfte und nichts passiert, oder was? Puh, die andere Achterbahn gefällt mir auch, diese Liga-Achterbahn. Aber wann geht's hier mal endlich ab? Die Sonne geht schon wieder auf. Schon wieder wach? Mein Gott. Hopp, hopp, hopp. Ah, Tacke. Jetzt regnet's. Ich will nicht im Regen fahren. Ich will nicht. Es gibt hier nichts zum Unterstellen. Du wirst eh nass, wenn du hier in dem Park bist. Hallo? Irgendeine Meldung kam gerade. Wenn ich jetzt wegdrücke, fährt er doch bestimmt. Nein, nein, nein. Heiße Schoko. Oh. Sehr gut. Aber jetzt aber erstmal hier fahren. Ei. Zufrieden bin ich nicht. Und deswegen... baue ich sie noch mal um. Und dann ab hier. Achso, was baue ich um? Ich baue hier erstmal 3 gerade rein. Und
Dann jetzt hier wieder komplett runter. Oh, nee, nee. So, und schon ist sie fertig. Ist, glaube ich, angenehmer. Klappt auch gut, wunderbar. Meine Top-Attraktion jetzt hier. So, begleiten wir natürlich noch mit ein paar Sachen. Erst haben wir hier die heiße Schoko. Kommt hier mit hin. Machen wir auch wieder alles teurer, wie immer. Die Leute müssen es nicht kaufen, wenn sie es nicht wollen. Das ist Marktwirtschaft. So, haben wir irgendwas zu essen Neues? Karamelläpfel. Nehmen wir da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Synchronisieren. Und grün. Oh, haben wir den aufgemacht? Ja, haben wir. Gut. Perfekt. Aber ich wollte ja eigentlich Attraktionen bauen. Insektenhaus, Kaugummi, schiefes Haus, da haben wir nichts Neues. Luftkatapult wäre neu. So, machen wir grün. Preis natürlich auch entsprechend hoch. Mal. Ist ja auch nicht so langweilig hier eigentlich. So, eine Sache passt da aber noch hin. Haben wir auch irgendwas? Eigentlich nicht. Insektenhaus haben wir mittlerweile noch nicht, oder? Dann machen wir das auch hier hin. Mal nochmal drehen. So, einen Weg bauen. Grün und nicht zu teuer machen, damit genug Leute reinkommen. Und damit diese Leute dann in die anderen beiden reingehen. Und schon haben wir einen viel besseren Park als noch vorher. Außer dass hier echt Müll ist, ne? Was sagt denn die Farbbewertung eigentlich der Verlauf dazu? Na, so richtig gut ist es nicht, ne? Hölzerne wilde Maus. Das ist doch das, was wir als nächstes bauen. Aber nicht mehr heute. Heute nicht mehr. Bin zufrieden mit dem, was wir haben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Ciao, ciao.